Hey Marke von Mobile Geeks und heute was ganz Besonderes. Wir haben im Kofferraum von DJI die neue First-Person-View-Drohne und die werde ich hier auf dem Feld heute ein bisschen mit euch fliegen. Ich wollte, bevor wir starten, gucken wir mal kurz, was bei der FPV-Kombo alles dabei ist. Und da fangen wir erstmal mit der eigentlichen Drohne an. Und ihr seht schon ein bisschen, normalerweise sieht eine Drohne so aus. Ne? Das heißt, das ist so, ne, 4 Quadrocopter, sagt man auch. Ist eigentlich das richtige Wort, nicht Drohne, Quadrocopter. Und normalerweise fliegen die so durch die Gegend. Wenn man die sich jetzt anguckt, sieht das Ganze so aus. Dann seht ihr, die beiden oder die 4 Rotoren, die sind schon eine ganze Ecke nach vorne geneigt. Ganz einfach, weil das Ding ziemlich schnell unterwegs sein wird. Das kann bis zu 140 Kilometer in der Stunde fliegen. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Das sind ganz, ganz verrückte Werte für eine Drohne. Also das ist eigentlich ja so eine Racing-Drohne, beziehungsweise es gibt diese FPV-Race-Drohnen, die sind deutlich leichter. Das möchte ich euch auch nicht verschweigen. Aber ein Punkt, warum ich so gehypt über dieses Ding tatsächlich bin, ist ganz einfach, diese FPV-Racing-Drohnen, die haben halt extrem viel. Ja, da muss man sich drum kümmern, da muss man schrauben, da muss man womöglich auch noch was programmieren. Das könnte ich zwar alles, bin ich aber viel zu faul für, bin ich ganz ehrlich. Deswegen freut mich, dass hier so ein Ding out of the box fertig kommt. Und was bei der halt auch noch ganz interessant ist, und dafür gucken wir mal gerade hier direkt drauf, die hat von Haus aus einen Einachsen-Gimbal mit dabei, der 4K mit 60 Frames pro Sekunde kann. Also sollten da ziemlich, ziemlich coole Aufnahmen bei rauskommen. Ich würde sagen, wir starten die mal und komm mal ein bisschen näher, dann beim Starten werdet ihr nämlich schon direkt sehen, das ist kein Spielzeug mehr. Ich mache mal hier ganz normal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das Ding merkt schon beim Starten, das hat Power. So, die lassen wir jetzt hier stehen. Und das Tolle, also anders als, und das ist das, warum ich mich auch so freue. Also wie gesagt, diese Race-Drohnen, viel Arbeit, aber auch etwas schwieriger zu fliegen. Und bei DJI ist es so, das ist im Prinzip ja wie so eine Art Einsteigergerät, wenn man möchte, in die Welt des FPV. Fliegens, also First-Person-View-Fliegens. Wobei, hier in Deutschland müsst ihr immer noch eine zweite Person, bei mir ist das Kamerakind Jonas, dabei haben, der die Drohne hier visuell im Blick hat. Ansonsten hier kurz, die Fernbedienung von der DJI-Drohne ist soweit alles, naja, wie man es eigentlich kennt. 2 Sachen sind ganz besonders, da möchte ich euch drauf zeigen, beziehungsweise 3 Sachen. Einmal, wenn wir hier auf die Knöpfe gucken, wir haben hier einen Knopf, mit dem wir quasi den Winkel des Gimbals einstellen können, entweder nach unten, normal oder nach oben. Dann Start-Stopp-Taste hier für das Recording, soweit auch klar. Diese Taste ist super spannend, das ist quasi die Notbremstaste. Und diese Taste ist das, was ich gerade sagte, die hat hier den Switch Normal, Sport, Manuell. Und eine Sache habe ich noch nicht erzählt, das ist heute eigentlich nur ein halbes Testvideo, weil die DJI-Drohne, ich habe sie vor dem offiziellen Marktstart bekommen, das heißt, ich hatte noch nicht die Gelegenheit, mit der Fly-Software quasi zu üben, weil gerade dieser manuelle Modus, den sollte man erst mal im Simulator geübt haben, bevor man ihn tatsächlich fliegt. Das heißt, im normalen Modus fliegt sie hier, ich glaube, knapp an die 40 Kilometer. Das ist auch schon ganz schön schnell. Im Sportmodus fliegt sie fast 100 Kilometer. Im manuellen Modus dann ist sie quasi komplett von der Leine gelassen. Den werden wir heute nicht testen. Wir bleiben im Normal- und im Sportmodus. Wir gehen noch mal weiter gucken, was alles noch bei dem Paket dabei ist. Dann noch sehr, sehr spannend, die FPV-Goggles quasi. Und das Besondere, und das ist auch wieder das Besondere bei DJI irgendwo, es ist anders als ja diese normalen Renndrohnen, ist das hier ein digitales System. Das setzt auf das OcuSync 3. Das heißt, das schafft es tatsächlich euch mit einer Latenz. Und das ist das Wichtige, wenn ihr mit einer Drohne, das könnt ihr euch vorstellen, hier irgendwie im Tiefflug oder im Kunstflug unterwegs seid, mit 140 km/h, das sind 35 Meter die Sekunde, dann ist jede Millisekunde Latenz ein ganz schön wichtiger Punkt, weil wenn ihr zu viel, ja, vergleicht es mit dem Gaming, wenn ihr zu viel Lag in der Leitung habt, dann ist der Baum nicht mehr weit weg, sondern dann seid ihr mit der Drohne im Baum. Und das Besondere halt, ein digitales Übertragungssystem, das mit einer Latenz von unter 28 Millisekunden euch dann die Bilder in digitaler Qualität in, ich glaube, 810p, also das ist ein bisschen besser als HD, quasi auf das Sichtfeld streamt. Und das ist der Punkt, wo ich dann sage, das ist das, was mir hier in dem Gesamtpaket halt so gut gefällt. Es ist halt nehmen, aus der Kiste rauspacken
und quasi loslegen. Ihr braucht noch nicht mal zwangsläufig die App für den Normalmodus oder für den Sportmodus. Und dann, last but not least, da werden wir jetzt gleich in dem Video auch noch drauf eingehen, das ist der Motion Controller. Das heißt, im Prinzip ist das nochmal ein ganz, ganz anderer Weg, die Drohne zu steuern. Ihr habt hier ein Gaspedal und alles, was ihr dann macht, ist Gas geben und dann sagt ihr hoch, runter, links, rechts. Damit bin ich noch gar nicht geflogen. Premiere jetzt in dem Video. Ich bin erstmal die ersten Einsätze, die ich geflogen bin, die bin ich erstmal alle mit der traditionellen Fernbedienung geflogen. Ich würde sagen, ich bereite mich kurz vor und dann starten wir das Ding. Okay, also ihr seht, ich habe die Brille auf dem Kopf, die Drohne steht da, ich habe den klassischen Controller in der Hand. Ich habe jetzt mal beide Kameras auf Start genommen und ich werde jetzt erstmal starten. Wie gesagt, Kamerakind Jonas hält die Drohne im Blick. Ja, so, Homepoint updated steht hier im Display und ich fliege jetzt erstmal gerade hier so ein bisschen los. Das ist der Normalmodus, wie gesagt, mit 30 km/h auch schon relativ schnell. Ich schneide jetzt hier einfach ein bisschen in das Bild mit rein und drehe jetzt mal kurz wieder zurück. Das ist nämlich das, was ich gerade auch sagen wollte. Es ist, na Sekunde, ich fliege sie gerade hier einmal um die Kurve drumherum. Dann haben wir nämlich hier auch die Luftperspektive. So, das ist nämlich das, was ich bei DJI cool finde. Im Normalmodus fliegt sie sich halt echt wie die normale Drohne, die man kennt und die man schon gewohnt ist vom Fliegen. Ihr seht auch, die ist jetzt so von der Anmutung her ist sie jetzt relativ gerade, nicht ganz so aggressiv. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht und hat halt das, was man halt von DJI-Drohnen her kennt. Ne? Sie hat Hinderniserkennung nach vorne, sie hat ein automatisches Landefeature, sie hat die automatische Home-Funktion, also wenn hier irgendwie das Signal verloren ist, kommt sie zurück und startet auch wieder an dem Punkt, wo wir landet wieder an dem Punkt, wo wir gestartet sind. Und das ist all das, was ich so sage, jo, das ist ziemlich cool, das funktioniert auch ganz ordentlich. Ich fliege jetzt mal hier zwischen uns beiden durch. Wie gesagt, jetzt hat er eindeutig die Drohne schon ein bisschen abgebremst, weil er gemerkt hat, Moment, da sind Hindernisse, da ist er halt nicht auf der vollen, auf der vollen Geschwindigkeit unterwegs. Und das ist ja soweit so gut. Ich fliege jetzt nochmal gerade hier. Und das ist das Coole jetzt halt tatsächlich, wenn man jetzt hier so, wenn man sich das jetzt so anguckt, alles okay. So, das war, wie gesagt, ich fliege doch einmal hier, halt einfach die Kamera gerade, Jonas, einfach hier einmal so durch. Normaler Modus, wie gesagt, 30 km/h schnell, ist jetzt nicht langsam und halt vollkommen verzögerungsfrei hier das Ganze. So, außer wenn ihr jetzt so hier denkt, Moment, das könnte auch ein Hindernis sein dazwischen die beiden. Gar kein Problem. So, ich mache mal Folgendes, ich gehe mal gerade ein bisschen zurück und der Jonas lacht mich jetzt gleich aus bestimmt. Ne, Moment, ich guck mal. So, zick. Damit wir ein bisschen mehr Platz zwischen uns haben. Das ist ganz schön verkehrt, spiegelverkehrt gerade zu gehen. Funktioniert. So, jetzt fliege ich nochmal hier einmal kurz im normalen Modus zwischen uns beiden durch. Also wie gesagt, das macht Spaß. Das sieht auch alles gut aus. Sie hat jetzt ganz normale Flugwerte. Und jetzt kommt halt einmal, ich drehe jetzt mal einmal so eine große Kurve hier. Der Jonas hält natürlich die ganze Zeit die Drohne im Blick. Das hier ist die Warnbachtalsperre. Mit dem Blick drauf. Also sieht alles sehr, sehr schön aus. Wir fliegen hier in den Sonnenuntergang. Und jetzt wechsle ich mal in den Sportmodus. Und das ist das, was ich gerade sagte. Jetzt ist sie ein bisschen schärfer. Müsste man auch merken und vor allem auch hören. Ich weiß gar nicht, ob der Jonas versuchen kann, sie einmal hier. Da kommt sie wieder. So, ihr hört schon. Sie macht eine ganze Ecke mehr Krach. Sie ist eine ganze Ecke schneller und das sieht jetzt auch hier, wenn man es in den Goggles, also hier in der Brille sieht, auch noch mal eine ganze Ecke cooler aus. Also wie gesagt, ihr fliegt hier fast mit 100 km/h. Ich fliege jetzt hier einmal um diesen kleinen Jagdsitz drumherum und das ist der Punkt. Ich sagte ja gerade, das ist hier eigentlich nur so ein halbes Video. So ein halbes Video, weil ich halt noch nicht den krassen Sportmodus geflogen bin. Den werde ich halt erst fliegen in dem Moment, wenn man auch wirklich, also den manuellen Modus, wenn ich hier die Gelegenheit hatte, mit der zu üben, mit der App, die es für den für DJI-Drohnen gibt. Ich fliege gerade noch einmal hier. Eine Sache, die habt ihr jetzt vielleicht gerade gesehen, die zeige ich jetzt nochmal. Ich fliege dafür einmal kurz weg und fliege dann nochmal auf uns zu.
nämlich die Notbremsfunktion. Die hatte ich gerade, glaube ich, schon mal ganz kurz erwähnt. Ansonsten, das ist nämlich etwas, das ist cool. Ich versuche jetzt mal hier. Hast du es drauf, Jonas? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Dann machen wir es halt nochmal. Ich lasse nochmal von der Seite zwischen uns herfliegen. Alter, das ist ganz schön kompliziert, aus der Vogelperspektive zu gucken und zu gehen. Ich mache jetzt Folgendes. Halt einfach nochmal auf mich quasi. Und ich versuche jetzt zwischen uns hier diese Notbremse reinzuhauen. Aus Vollgas. Hast du es drauf? Ja, ich hab's, das ist vom Timing her, wie gesagt, das ist jetzt nicht für die perfekte Punktlandung. Versuch's einfach nochmal nachzugehen. Ich fliege dir jetzt nochmal hier zwischen uns gerade rein. So mögt ihr hoffentlich auch die Videos hier in nicht gestellt und... Ne, wenn ihr auf diese, das ist das, was ich gerade sagte, komm mal hier gerade näher, dann siehst du das hier, das ist die Notbremsfunktion. Ich versuche es nochmal gerade parallel so ein bisschen hier ranzufliegen. Das heißt, ihr könnt, egal wie schnell ihr fliegt, und das ist das Coole übrigens, die funktioniert auch in der, auch im manuellen Modus, würdet ihr diese Notbremsfunktion haben. Das heißt, wenn ihr Sorge habt, dass ihr gerade die Kontrolle am Verlieren seid, drückt ihr auf die Notbremse und die Drohne bleibt sofort stehen und zentriert sich. Und ihr könnt dann, wenn sie zentriert ist, wieder die Kontrolle übernehmen. Und das ist das, was ich persönlich sage, das ist eigentlich genau das, was ich irgendwo möchte, nämlich einen guten Einstieg hier in dieses First-Person-View, aber halt auch irgendwo die Möglichkeit, ja, es anfängerfreundlich zu haben. Und das ist etwas, das hat DJI, glaube ich, ganz gut perfektioniert. So, ich mache jetzt Folgendes, wir machen einen kurzen Break und, warte mal, ich fliege sie nochmal hier im Normalmodus gerade dran. Ich lande die Drohne einmal kurz. Wie gesagt, das macht sie halt auch alles hier im Automodus. Wow. Können wir einmal auf die Drohne halten. Also wie gesagt, einfach Stick runterziehen und sie landet. Auto Landing in Progress. Ja, so wie man es von DJI Drohnen her kennt. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich hole jetzt diesen Motion Controller, mit dem ich tatsächlich noch gar nicht geflogen bin. Und ja, dann gucken wir mal an, wie das funktioniert. Weil ich glaube, ich meine mal, ich habe schon viel Drohnenerfahrung. Das heißt, ich bin das hier alles gewohnt. Hier die Flugsteuerung gibt es so in den normalen Modes, die ihr von der Drohne her auch kennt. Das heißt, hoch, runter. Links, rechts und das vor, zurück, links, rechts. Das ist soweit ganz normal. Aber ich glaube, dieses mit dem Joystick, das stelle ich mir persönlich auch sehr cool vor. Vor allem, glaube ich, ist das etwas, was sehr einsteigerfreundlich ist. Famous last words, ich wechsle Controller. Wir schauen, ob es funktioniert. So, ihr seht, ich habe den Motion Controller in der Hand. Wisst ihr was, wir gucken uns den gerade noch mal kurz an. Wie gesagt, das ist das Gaspedal, steht hier auch Acceleration. Das ist Lock, damit Doppeltipp drauf, dann startet ihr. Ansonsten habt ihr hier den Tilt für die Kamera, dass ihr das einstellen könnt. Hiermit könntet ihr das Recording starten. Den manuellen Modus, diesen Modus, das ist gerade hier in der Firmware-Version noch nicht freigeschaltet. Damit könnt ihr quasi den Modi wechseln. Und ganz wichtig, der große runde Knopf, das ist die Notbremse. Und wie gesagt, ich bin noch gar nicht geflogen. What could possibly go wrong? Aber normalerweise, double press the lock button to start. Ah, ich habe den falschen. Okay. Press and hold the lock button to take off. Okay. Ach krass, okay. Okay, das ist, wisst ihr, an was mich das gerade erinnert? Total, an die Wii. Okay, ihr habt, ich weiß gar nicht, ob man das gleich sehen kann. Jupp, Sekunde. Ach, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ihr seht das jetzt gerade. Sekunde, ich fliege mal, ich glaube, zum tiefer fliegen muss man quasi vorwärts immer fliegen. Das ist so eine der Sachen. So, ich hoffe, ihr seht das auch ein bisschen. Der Jonas hält das hoffentlich nicht nur auf die Drohne. Warte mal, wie stelle ich mich am geschicktesten? So, ne? Oder? Kannst jetzt die Drohne und... Ja, wunderbar. Das heißt, ne, ihr seht, ich drücke hier auf den Trigger und fliege langsam vorwärts. Ich drehe das Ding nach links und fliege nach links. Ich halte es so ein bisschen nach oben und es geht nach oben. Und ich kann mir halt echt vorstellen, dass das hier eine sehr schöne Art und Weise für Anfänger ist, die noch nie so eine Drohne geflogen sind, damit zu fliegen. So, low battery, return to home. Ach, seht ihr? Wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen am Fliegen. Er sagt jetzt hier, Batterie ist fast leer. Er möchte jetzt gleich
nach Hause starten, beziehungsweise er hat das jetzt gemacht. Jetzt macht er gerade den Auto-Hold. Ich kann das jetzt den Brake-Button drücken und das Ganze canceln und sagen, nö, ich fliege noch die 3 Minuten 20, die ich hier in meinem Display sehe, fliege ich noch gerade selber zu Ende. So, ich fliege jetzt mal hier ganz langsam an uns vorbei. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man sonst immer nur mit dem Controller fliegt. Miung. Funk. Also hier diese Turns, die klappen auf jeden Fall schon aus dem Nichts heraus. Eine ganze Ecke besser als mit dem Controller. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht, dieses hier. Miung. Okay, das macht Spaß. Und das ist auch wieder so ganz typisch DJI irgendwo. Die sagen, ja, wir versuchen, Sachen einsteigerfreundlich zu machen. Und ja, von der Bedienung her halt auch einfach. Ne? Aber gefällt mir schon mal echt gut. Vor allem bin ich gerade froh, dass wir im Normalmodus fliegen. Das heißt, er hat hier auch die Hinderniserkennung mit drin. Ei. So, jetzt ist aber die Batterie wirklich 18%. Ah, wir haben noch ein bisschen. 18%, das sind noch 2 Minuten Flugzeit. Wir fliegen ja jetzt gerade nur hier hin und her. Beziehungsweise, ne, jetzt sagt er möchte wieder das machen. Und ich sage, nö, hab das mit dem Brake-Button. Ich mache jetzt mal hier kurz die Notbremsung. Ich glaube, das müsste man auch sehen, wie der sich bei der Notbremsung halt hier immer so voll in die Flugrichtung reinschmeißt. Ich versuche da gleich nochmal so eine, beim Jonas weiß man nie, worauf er gerade hält. Er hält auf mich, sehe ich gerade. So, what could possibly go wrong? Okay, das ist cool. Also das ist viel cooler, als ich gedacht habe. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich habe ja gesagt, wir landen sie jetzt erstmal hier. Zum Landen einfach hier den Lock-Button drücken und gedrückt halten. Das ist... Moment, ich muss einmal... Ich habe vergessen die Aufnahme. Ich habe die Aufnahme gestoppt, weil ich ein Idiot bin. Egal, ich mache noch kurz eine Aufnahme hier. Miep. Ja, Entschuldigung. Ey, das ist echt... Das fühlt sich jetzt so ein bisschen wie Fighter Jet an. So, ich fliege jetzt nochmal hier. Ihr seht jetzt die letzten Sekunden. Er versucht jetzt nochmal... So, Low Battery, Landing. Okay, ich wechsle die Batterie. Ich mache noch ein paar... wie gesagt, also Folgendes. Ich habe ja gesagt, das ist eigentlich nur ein halbes Video. Einfach, weil ich ja noch diesen manuellen Modus testen muss. Das Ding hier macht richtig viel Laune, habe ich gerade gemerkt. Das macht richtig viel Laune. Also... Erster Eindruck, ziemlich gut. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich damit geflogen bin. Wie gesagt, es wird noch mal ein ganzes Video dazu geben, wo ich hier über den manuellen Modus mache, wo ich ein bisschen hier mit der Drohne hinterherfliege. Wie gesagt, 4K, 60 Frames pro Sekunde. Das ist schon eine sehr, sehr ordentliche Kamera. Das muss man normalerweise bei diesen Renndrohnen noch mal, immer noch mal zusätzlich dazu kaufen und dann da irgendwie eine GoPro oder hier eine Osmo Mobile draufpacken oder irgendwie sowas, dass man da hier, sage ich, die Aufnahme hat. Hatte jetzt direkt mit an Bord. Dann 150 Grad Field of View, das ist auch sehr, sehr groß. Und es ist ansonsten, wie gesagt, vom Fliegen her echt easy. Wie gesagt, wer Drohnenerfahrung hat, wird sofort damit klarkommen. Also wenn ihr schon mal eine DJI-Drohne gesagt habt, wird das für euch überhaupt kein Problem sein. Und ich mache jetzt noch ein paar Fotos mit dem Jonas. Ihr könnt ja schon mal euren ersten Eindruck hier reinschreiben. Wie gesagt, achso, was ich noch nicht gesagt habe, Batterie, 20 Minuten Flugzeit ungefähr. Das kommt natürlich sehr stark darauf an, in was für einem Modus ihr unterwegs seid und wie krass ihr sie gerade am Fliegen seid. Wenn ihr im Normalmodus seid, ist der Verbrauch geringer. Wenn ihr im Sportmodus seid oder dann in diesem Akrobatikmodus, im manuellen Modus, dann wird das noch mal eine ganze Ecke mehr sein. Und ja, das sind so die ersten Eindrücke von der FPV. Den Preis haben sie noch nicht genau verraten, aber ich denke mal, wird sicherlich sowas um die 1.000, 1.200 Euro rangieren, was, glaube ich, immer noch ein sehr, sehr ordentlicher Preis für ein System ist, was ihr quasi auspackt und loslegen könnt. Ja, meine ersten Eindrücke zu der DJI FPV. Achso, wir haben, und wie gesagt, ich habe ja hier in das Video ein bisschen reingeschnitten, hier die Flugaufnahmen. Es sieht einfach mega cool aus, macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie auch noch in der ein oder anderen Autoaufnahme in Zukunft auch nochmal eine große Rolle spielen wird. Deswegen... Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, guckt unten in die Kommentare rein. Abonniert, damit ihr den zweiten Teil nicht verpasst. Und ja, danke fürs Zuschauen. Sieht auch heiß aus, oder?